Man kann die Sowjetmenschen in 4 Generationen einteilen. Unsere Eltern gehören zum Letzten. Denen fiel es leichter, den Zusammenbruch der kommunistischen Idee zu akzeptieren. Ich bin eines Morgens aufgewacht und dachte, es reicht. Lena hat mir das Leben gerettet. Soll ich jetzt ihren 50. Geburtstag in ein Krankenhaus verbringen? Ja. Ich bin nach Berlin gegangen, weil mir Berlin weit weg genug von Mama schien. Ich habe Angst, dass zu meinem Geburtstag, meinem 50. niemand kommt. So stehen die Mütter vor ihren Töchtern und ihre Töchter vor ihren Töchtern und können sich nicht rühren. Wenn man Schüsse im Nacken hört, dann tut man so einiges. Warum versteckst du dich nicht? Ja, wer sagt, dass ich mich nicht verstecke? Gibst du mir jetzt die Blumen oder nicht?